Hallo vom Gesundheitszentrum Dr. Roy Kühne, mein Name ist Albert Schiller. In Anlehnung an unsere Fitness-Videoreihe für zu Hause werden wir aus dem Physio- und Ergotherapie ein paar ergänzende Videos veröffentlichen, in denen wir etwas medizinisches Hintergrundwissen zu den in den Fitness-Videos behandelten Themen geben. Hierbei gehen wir vereinfacht auf die Anatomie, Physiologie und auch ein bisschen auf mögliche Krankheitsbilder ein. Diese Videos sind kurz gehalten und sollen einen kleinen Einblick liefern. Sie dienen nicht der Selbstdiagnostik und sind keine Behandlungsempfehlung. Wenn Sie gesundheitliche Probleme haben und eine Diagnose benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt. In unserem ersten Video widmen wir uns dem Rücken. Das anatomische Kernstück des Rückens ist die Wirbelsäule. Die Wirbelsäule besteht aus unterschiedlichen Segmenten, die aufgrund ihrer anatomischen Besonderheiten spezifische Aufgaben übernehmen. Was diese Segmente gemeinsam haben, ist einerseits, dass die Wirbelkörper über Bandscheiben und sogenannte Facettengelenke miteinander verbunden sind und andererseits durch einen komplexen Band- und Muskelapparat stabilisiert werden. Nur wenn alle diese Komponenten ihren Beitrag leisten, finden unsere Bewegungen mit einem Minimum an Reibung statt und die Räume für die spinalen Nerven, die hier aus dem Spinalkanal herausspringen, bleiben frei und unnötig von Kompression, die Symptome wie Sensibilitätsstörung oder Muskelschwäche hervorrufen. Für einen gesunden Rücken ist es deshalb erforderlich, ein gesundes Gleichgewicht zwischen Mobilisation und Stabilisation zu finden. Um einen besseren Überblick zu gewinnen, auf welche Weise der Rücken mobilisiert werden sollte, ist es ratsam, die einzelnen Komponenten etwas genauer zu betrachten. Wie in diesem Modell zu sehen, ist die Wirbelsäule S-förmig aufgebaut. Das erste S bildet die Halswirbelsäule und die Brustwirbelsäule. Das zweite S bildet die Lendenwirbelsäule und das Kreuzbein, das wir Therapeuten auch Sakrum nennen. Wir sprechen bei den Hohlformen der HWS und der LWS von einer Lordose und den Ausbuchtungen der BWS und des Sakrums von einer Kyphose. Ist eine dieser Formen besonders stark ausgeprägt, sprechen wir Therapeuten beispielsweise im Falle einer zu starken Lordose in der Lendenwirbelsäule von einer Hyperlordose. Die meisten von Ihnen kennen diese Bezeichnung als Hohlkreuz. Betrachten wir die einzelnen Segmente. Unsere Halswirbelsäule ist sehr beweglich. Ihre Rotationsfähigkeit ermöglicht uns beispielsweise den Schulterblick. Die Halswirbelsäule besteht aus 7 Halswirbeln. Der erste Wirbel ist der Atlas, er trägt den Kopf. Die Wirbelkörper der HWS sind besonders fein und haben die Besonderheit, dass durch sie die Arteria vertebralis verläuft, die man hier sehen kann. Aufgrund der filigranen Strukturen für die Nervenwurzeln und den Arterienverlauf müssen Behandlungen der HWS mit besonderer Vorsicht erfolgen. Auf die Halswirbelsäule folgt die Brustwirbelsäule, deren Facettengelenke der 12 Wirbel insbesondere für die Rotation des Rumpfes verantwortlich sind. Eine Besonderheit der BWS sind die Rippenwirbelgelenke, die man hier sehen kann, die den zwei Stellen den Übergang zu den Rippen bilden. Die Wirbelkörper sind größer als die der HWS und wie hier ersichtlich sind die Processi spinosi, das sind diese Dornfortsätze hier, wie Dachziegel übereinander angeordnet. Wie an diesem Modell sichtbar, werden die Wirbelkörper nach unten hin mächtiger. Dies ist logisch, weil die Wirbelkörper mehr Gewicht tragen müssen. Die 5 Lendenwirbel der Lendenwirbelsäule sind daher die mächtigsten Wirbelkörper. Die Lendenwirbelsäule hat aufgrund der anatomischen Form der Facettengelenke nur wenig Raum für die Rotation. Die Hauptbewegungsrichtungen der Lendenwirbelsäule sind daher das nach vorne beugen, das wir Therapeuten als Flexion bezeichnen, das nach hinten strecken, was wir Therapeuten als Extension bezeichnen und das Kippen zur Seite, was wir Lateralflexion nennen. Die Mobilisation der Wirbelsäule ist eine hervorragende Herangehensweise, um viele Symptome, die auf die Wirbelsäule zurückgeführt werden können, vorzubeugen. Die Folge von zu rigiden Wirbelsäulenabschnitten sind Bewegungssegmente, die besonders mobil sind. Dies ist ein Kompensationsmechanismus, um Handlungen im Alltag nachgehen zu können. Diese besonders mobilen Segmente können aber zumeist nicht stabilisiert werden. Mit fehlender Beweglichkeit haben wir somit an bestimmten Segmenten auch eine fehlende Stabilisation. Diese fehlende Stabilisation ist häufig in den Übergängen zwischen den Wirbelsäulenabschnitten anzutreffen. Wenn wir uns beispielsweise nach vorne beugen, hat dies zur Folge, dass die Bandscheibe hier vorne komprimiert wird und
nach hinten gedrückt wird. Um das besser zu verstehen, ist es sinnvoll, ein paar Worte zur Bandscheibe zu sagen. Die Bandscheibe ist ein Gebilde, das mit einem Schwamm verglichen werden kann. Sie lebt von Druck und Zug und somit von Bewegung. In der Mitte befindet sich ein Kern, der Nucleus pulposus, der von ringartigen Strukturen, den Annuli fibrosi, ummantelt wird. Solange sich der Kern innerhalb dieser Ringe befindet, sprechen wir von einer intakten Bandscheibe. Viele von euch haben bereits von einem Bandscheibenvorfall gehört oder diesen am eigenen Leib verspürt. Von einem Bandscheibenvorfall sprechen wir, wenn der Bandscheibenkern den äußeren Ring durchstößt. Dies kann, muss aber nicht, zu unterschiedlichen Symptomen führen. Durchstößt der Nucleus pulposus den äußeren Ring nicht, sprechen wir von einer Vorwölbung. Diese kann vollkommen symptomfrei verlaufen, sodass viele Menschen gar nicht wissen, wenn sie eine solche Vorwölbung haben. Um Symptome vorzubeugen oder unspezifische Rückenschmerzen zu lindern, wird daher in den nationalen Leitlinien Bewegung empfohlen. Die von Vicky vorgestellte Bewegungsserie im Vierfüßlerstand hilft dabei, alle Segmente der Wirbelsäule in der Flexion, der Extension zu mobilisieren. Wir Therapeuten nennen das die Sagittalebene. Durch diese Ausführung werden die Kanäle für die Spinalnerven geöffnet, die Facettengelenke endgradig mobilisiert und die Bandscheibe auf Druck und Zug gebracht, ohne eine zu große Belastung auf einzelne Bewegungssegmente zu werfen. Die Bewegungsserie verschafft somit eine globale Beweglichkeit durch die Ansprache lokaler Bewegungssegmente. Beweglichkeit ist, wie bereits erläutert, nur dann das Ziel, wenn hierdurch keine Negativsymptomatik wie eine Kompression der Nervenwurzeln entsteht. Eine gute Kräftigungsübung, die einfach umzusetzen ist, stellt daher das von Vicky demonstrierte Bridging dar. Hierbei wird insbesondere der untere Rücken beansprucht. Durch die Bewegungsrichtung wird der untere Rücken in die Lordose gedrückt. Dies ist deshalb von Vorteil, weil es sich hierbei um die umgekehrte Richtung handelt, die für die meisten Bandscheibenvorfälle verantwortlich ist. Durch die Bandstrukturen und den anatomischen Begebenheiten der Wirbelsäulenkörper eigneten sich die meisten Bandscheibenvorfälle nach hinten oder seitlich hinten und sind zumeist im Bereich der Lendenwirbelsäule zu verorten. Durch das Bridging wird der Nucleus pulposus nach vorne gedrückt. Ein zweiter wichtiger Punkt dieser Übung ist, dass bei dieser Übung die Beine mittrainiert werden. Die Beine sind das Fundament unserer Wirbelsäule. Wer einen gesunden Rücken haben möchte, sollte daher nicht vergessen, die Beine mitzutrainieren. Neben den Rückenmuskeln tragen auch die Bauchmuskeln zur Sicherung und Stabilisierung der Wirbelsäule bei. Insbesondere die schräge Bauchmuskulatur, die ihre Ursprünge an der Wirbelsäule und am Becken haben, sind hier von großer Bedeutung. Natürlich konnten wir in diesem Video nur auf einige Punkte eingehen. Wir hoffen dennoch, dass es informativ war und Ihnen hilft, die Zeit zu Hause besser zu überbrücken. Bleiben Sie gesund. Beste Grüße aus dem Gesundheitszentrum. Dr. Roy Kühner, Ihr Albert Schiller.